Hoher Besuch in Wittenberg. Nach 4 Jahren Sanierungszeit öffnet die Schlosskirche pünktlich zum Start des Reformationsjubiläums wieder ihre Türen. Und zur Wiedereinweihung kommen nicht nur Bundespräsident Joachim Gauck und der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm, sondern auch die dänische Königin Margrethe II. Hier wirkte Martin Luther und hier stieß er die Reformation an, die schließlich große Teile Nordeuropas sowohl kirchlich als auch politisch umwandeln sollte. Kurz vor Beginn der Feiern zum Reformationsjubiläum, wenn aus aller Welt nicht nur die Kirchen der Reformation hierher schauen werden, können wir diese Kirche nun also renoviert und in frischem Glanz neu in Gebrauch nehmen. Es ist ein besonderer Tag, weil die Schlosskirche einfach eine ganz besondere Kirche ist. Martin Luther, Philipp Melanchthon liegen dort begraben. Es ist ein Anziehungsort für viele Menschen, die an die Stätte der Reformation, wo sie entstanden ist, kommen wollen. Und dass diese Schlosskirche jetzt wieder so schön renoviert ist und dass vor allem der Geist spürbar war heute im Gottesdienst und der Geist der Freude, der Zuversicht, das war was sehr, sehr Schönes. Und ich hoffe, dass wir so auch ins Reformationsjubiläum reingehen. Die dänische Königin hat ein besonderes Gastgeschenk dabei. Ein Antependium, ein Altartuch, von ihr selbst mit einer Lutherrose bestickt. 1517 nagelte Luther der Legende nach seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Der Startschuss zur Reformation. Ich denke, wir sehen mit der Wiedereinweihung der Schlosskirche, dass das Ganze Fahrt aufnimmt. Und am 31. Oktober werden wir das Jubiläumsjahr eröffnen. Also jetzt ist wirklich kurz vor Beginn. Seit nun rund 20 Jahren zählt die Schlosskirche zum UNESCO-Welterbe. Und das nicht nur, weil Reformator Luther hier begraben ist. Die Schlosskirche prägt mit dem 88 Meter hohen Kirchturm das Stadtbild von Wittenberg. Mit bis zu 250.000 Besuchern jährlich ist die Schlosskirche in Wittenberg bereits jetzt ein echter Besuchermagnet. Doch im Reformationsjahr rechnet man sogar mit über 1 Million Besucher. Diese Thesen haben so viel in Bewegung gesetzt, das ist ein guter Grund zum Feiern. Zum Abschluss der feierlichen Wiedereröffnung pflanzt die dänische Königin noch einen Baum in den Luthergarten unweit der Schlosskirche. Frei nach Luthers Motto, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, starten wir nun also ins Reformationsjubiläum. Wir nehmen alles aus Gottes Hand, aber mit der tiefen Gewissheit, dass Gott bei uns ist, egal was kommt.